Herzlich willkommen zum philosophischen Stammtisch im Sud in Basel. Schön, sind Sie dabei. Unser Thema heute, die Digitalisierung und was sie mit uns Menschen und unserer Gesellschaft macht. Haben wir wirklich auf dem Schirm, worauf es ankommen wird? Oder sind wir gerade dabei, die Liegestühle auf der Titanic umzugruppieren, wie es Richard David Precht in seinem neuen Buch sagt, der heute zu Gast sein wird? Wie auch immer es ist, das philosophische Update zum Thema der Stunde hier und jetzt. Das Smartphone, unser täglicher Begleiter. Wir lesen News, prüfen den Wetterbericht, teilen Bilder, chatten mit Freunden, kaufen ein, buchen ein Hotel. Die Digitalisierung hat längst unseren Alltag erreicht und durchdringt alle Lebensbereiche. Doch das ist erst der Anfang des radikalen Wandels. In Zukunft steigen wir in selbstfahrende Autos, bezahlen in Kryptowährungen, lassen uns Chips unter die Haut implantieren und identifizieren uns durch automatische Gesichtserkennung. Doch was bedeutet das für uns und unser Zusammenleben? Zerstören Algorithmen und Roboter millionenfach Jobs? Oder befreit uns künstliche Intelligenz von mühseliger Arbeit und schenkt uns Raum für Muße und Kreativität? Bedroht das umfassende Sammeln und Auswerten von Daten unsere Demokratie und Meinungsfreiheit? Oder können wir dank Big Data in Zukunft Naturkatastrophen verhindern und Krankheiten schneller heilen? Konzentriert sich alles Kapital in den Händen weniger Digitalkonzerne und erlangen diese dadurch immer mehr Macht? Oder erfinden wir dank der Digitalisierung Wirtschaftsmodelle, in denen alle teilhaben und profitieren? Ja, ich bin gespannt auf die Diskussion hier am philosophischen Stammtisch mit unseren Gästen. Heute Richard David Precht, Philosoph, Katja Centinetta, Politikphilosophin und Harald Welzer, Sozialpsychologe. Ganz herzlich willkommen. Ja, Herr Precht, Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, dass wir ganz dringend die Weichen umlegen müssen, wenn wir in eine humane Zukunft reisen wollen. Entschuldigung. Das heißt, wir könnten es auch ganz gründlich vermasseln. Ja, wir geben uns bislang ziemlich viel Mühe, es zu vermasseln, indem wir sehr viele Dinge schleifen lassen. Wenn in der Politik von der Digitalisierung die Rede ist, dann in erster Linie im technisch-ökonomischen Sinne. Also wir diskutieren darüber, ob wir genug Glasfaserkabel in die Erde legen und ob das alles schnell genug geht. Darüber reden wir ganz viel. Das ist auch gemeint, wenn Parteien über Digitalisierung und über Zukunft reden. Wir denken eigentlich gar nicht darüber nach, dass wir ähnlich wie bei der ersten industriellen Revolution in eine Zeit kommen, in der wir komplett neu über Gesellschaft nachdenken müssen, weil sich strukturell unsere Ökonomie radikal verändert. Und das ist das, was ich bemängel, dass das viel zu wenig passiert. Nun gibt es ja auch wirklich viel Kritik an dieser ganzen Digitalisierung. Ich frage mich mal, Frau Centinetta, jede Innovation wurde ja immer von Technikkritik begleitet. Wenn wir ein bisschen zurückdenken, 1835, erste Bahnfahrt in Deutschland, da gab es ganz viele Ärzte, die gesagt haben, das gibt Lungenentzündungen, das gibt Hirnerkrankungen. Sind diese kritischen Stimmen einfach so das übliche Technikgeplänkel? Ich glaube, man muss die kritischen Stimmen schon auch ernst nehmen. Also zum einen weisen viele von uns, ich zähle mich ein Stück weiter zu, Suchterscheinungen auf. Wir konsultieren zwanghaft unser Smartphone ungefähr 200 Mal am Tag. Wir verbringen ungefähr 50 Minuten am Tag damit. Also alles Dinge, die stattfinden, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen bei Jugendlichen, sprunghaft angestiegen bei den 25-Jährigen. Das sind Dinge, die man weiß. Das sind aber auch Dinge, von denen man sagen kann, mit denen kann man umgehen, beziehungsweise man muss selber einen Umgang finden damit. Aber was mich viel mehr beschäftigt, ist eigentlich, auf welche Weise diese Geräte und die Tatsache, dass wir ständig unser Handeln, unser Denken, unser Überlegen, unser Entscheiden in diese Apparate füttern, irgendwann als Persönlichkeit fassbar werden. Und wir wissen ja, dass am anderen Ende diese Persönlichkeit wiederum genau mit dem gefüttert wird, was wir möchten. Und wir begeben uns wir sind in einem Selbstbestätigungsloop, aus dem wir sehr schwer herauskommen. Und das ist für mich eigentlich die eigentliche Neuerung. Sind Sie auch so wenig zuversichtlich, Herr Welzer? Ich bin da eigentlich relativ wenig zuversichtlich. Ich wollte aber noch mal
schon mal auf eine Sache hinweisen, die in solchen Diskussionen und auch in solchen Filmbeiträgen immer mir auffallen, weil da ist immer von wir die Rede und von einer unausweichlichen Entwicklung. Also wir fahren dann autonom, wir haben Gesichtserkennung und sonst was. Und das Problem sind eigentlich zwei Probleme. Erstens gehöre ich nicht zu dem Wir, weil ich der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, der kein Smartphone hat. Insofern bin ich da gar nicht integriert. Aus Überzeugung? Ja, sicher. Und zum Beispiel aus Zeitersparnis. Also ich habe relativ viel zu tun, aber ich habe mehr Zeit als mein komplettes soziales Umfeld und alle anderen, die ich kenne. Weil alle sind sozusagen absorbiert durch diese Geräte. Aber der andere Punkt ist ja viel interessanter. Warum wird denn davon ausgegangen, dass wir autonom fahren? Dass wir irgendwie im Smart Home leben oder so? Das ist doch eigentlich eine gesellschaftliche und politische Frage, ob wir als Gesellschaft so leben wollen oder nicht. Und die Frage wird ja nicht gestellt. Es wird immer so getan. Und das ist, glaube ich, eine unfassbar effiziente Reklame der Digitalwirtschaft, die da wirksam wird. Und keiner kommt auf die Idee, dass man vielleicht mal die Frage stellen müsste, wer bitte möchte denn ein autonom fahrendes Auto? Wer möchte denn da drin sitzen? Wir sind doch alle erwachsen geworden, weil wir nicht mehr im Kinderwagen rumgefahren werden wollen, oder? Aber Sie, Herr Precht, sagen ja auch auf der anderen Seite, wir müssen die Weichen umstellen. Ja, aber ich weiß nicht, ob dieses Wir das gleiche ist wie dieses Wir, was Harald Welzer gerade kritisiert hat. Also ich bin vollkommen seiner Meinung, was darum geht, dass das Silicon Valley eine wunderbare Werbemaschine ist, die hingeht und den zukünftigen Lauf der Welt als vorgezeichnet beschreibt. Als eine von der Evolution vorgegebene Entwicklung, die dazu führt, dass wir uns irgendwann Chips implementieren lassen, also wir. Das heißt also alle Menschen, die sich das leisten können und vielleicht irgendwann mal alle Menschen in der Welt, dass es überall Gesichtserkennung geben wird, dass Mensch und Maschine Schnittstellen zunehmen, dass irgendwann vielleicht sogar die Roboter die Weltherrschaft annehmen. So, und das wird so als natürliche Evolution vorgezeichnet. Und das Ärgerliche ist, deswegen finde ich das auch gut, dass Sie das gesagt haben, selbst die Kritiker glauben das. Also dieses sehr erfolgreiche Buch von, ja, ich glaube das nicht so sehr und Harald Welzer glaubt das auch nicht, aber Yuval Noah Harari, der dieses sehr erfolgreiche Buch geschrieben hat, in dem er Homo Deus das gezeichnet hat, der glaubt das alles. Der gleicht also quasi diesem Professor Ambronsius im Tanz der Vampire, der das Übel, das er so sehr bekämpft, mit sich hinaus in die Welt trägt, indem er glaubt, das ist tatsächlich evolutionär vorherbestimmt. Da ist überhaupt nichts evolutionär vorherbestimmt. Die Leute sagen, was technisch möglich ist, wird auch gemacht. Wie geschichtsvergessen ist das? Was waren denn die großen Visionen meiner Kindheit? Riesige Städte unter Wasser, Kolonien auf Mars und Mond, alles nicht gekommen. Am Ende entscheidet sich darüber, ob das wirtschaftlich ein Modell ist und die Frage, wer daran partizipiert und wer daran verdient. Es ist nichts vorherbestimmt. Es ist nichts vorherbestimmt, da bin ich einig. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeiten und wir wissen ebenso aus der Technologiegeschichte, dass die Möglichkeiten, die es gibt, dass die in der Regel auch realisiert werden. Entscheidend ist ja nicht, ob es realisiert wird, sondern wie es realisiert wird. Und ob wir als Gesellschaft, und da bin ich halt schon wieder ein Wir und da bin ich halt die politische Philosophin, ob wir als Gesellschaft Mechanismen finden, diese Entwicklung ein Stück weit zu gestalten und Einhalt zu gebieten. Ja, aber die Perspektive, dass eine bestimmte Form von Technologie sich durchgesetzt habe, weil es sie gegeben hat, die ist ja unzutreffend historisch. Es gibt viele technologische Entwicklungen, die abgebrochen wurden, weil sie nicht gewollt wurden. Ja? Richtig. Eisenbahn in Amerika durch eine massive Politik der Automobilwirtschaft. Wir hätten zum Beispiel, wenn man an den Ökologiebereich denkt, hängt es von, wenn wir in den USA bleiben, von Präsidenten ab. Wenn Jimmy Carter seine Politik weiter durchgesetzt hätte, dann hätten wir heute möglicherweise nicht die gravierenden Klimawandelsprobleme. Aber das, weil damals das Setzen auf erneuerbare Energien, und wir sprechen ja, 30 Jahre zurück, politikfähig gewesen ist. Ja? Was es dann jahrzehntelang nicht mehr war. Und deshalb ist dann fossile Technologie weiter favorisiert werden und wird es auch heute noch. Digitalisierung ist der Dynamisierer von fossiler Technologie und fossilem Konsum. Ich glaube, das Wollen ist einfach dann quasi gegeben, wenn wir alle diese Dinger benutzen. Und selbst wenn Sie eine Ausnahme sind, Technologie hat sich dann durchgesetzt, wenn die Gesellschaft es genutzt hat, wenn sie es quasi angenommen hat. Und dann hat sie es durchgesetzt. Und das Rad, glaube ich, können wir nicht zurückdrehen. Aber jetzt machen Sie ja, Herr Welzer, die Freiheit ganz stark. Wir können anders entscheiden. Es gibt nicht eben diese fast schon evolutionäre Entwicklung hin zu einem Schreckensszenario, was Sie zum Beispiel nicht wollen. Aber Ihr Buch
eines Ihrer letzten Bücher heißt «Die smarte Diktatur». Und Sie stellen es ja schon so dar, als wäre diese Digitalisierung eine Art Diktatur. Also wie viel Freiheit bleibt einem denn in einer Diktatur? Oder wo ist jetzt diese Lücke für die Freiheit bei Ihnen? Die Bedrohung von Demokratie und der Angriff auf die Freiheit resultiert aus ganz vielen Aspekten. Aber ich nenne mal zwei. Das eine ist, das haben wir eben auch schon mit angesprochen, ist, dass wir natürlich ohne Ende Daten über uns preisgeben. Jetzt sage ich auch wir, weil gelegentlich bewege selbst ich mich im Internet und so weiter. Und man weiß nicht einmal, an wen. Das ist interessant vom Selbstverhältnis her. Wir wachsen ja auf mit dem Bewusstsein, es gibt niemanden, der mehr weiß über mich als ich selber. Ja? Das gehört ja auch zum Erwachsenwerden dazu. Das stimmt aber nicht mehr. Das ist ein Sachverhalt, der ist unzutreffend. Irgendwer, wir wissen nicht mal wer, weiß mehr über uns als wir selber. Metadaten und so weiter und so weiter. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, zur Demokratie gehört die Trennung von Privat und Öffentlich. Mit modernen Demokratien ist das überhaupt erst entstanden. Wir haben hier eine öffentliche Situation und keine private. Und wenn Privatheit nicht mehr existiert und alles durchdrungen ist, dann verändern sich die Grundverhältnisse des Demokratischen. Und ich glaube, das sehen wir in den politischen Entwicklungen. Sehen Sie es auch so? Düster, ja, also oder? Es ist so. Sie sind sich unsere, ja alle einig. Unsere Verfassung, von der ich, die in der Schweiz jetzt nicht grundsätzlich anders ist als in Deutschland und in den meisten westeuropäischen Staaten, die basiert auf der Vorstellung der Aufklärung. Und die Vorstellung der Aufklärung ist, dass der Mensch frei und mündig ist und dass er selbst über sich und sein Leben entscheiden soll und dass er seinen eigenen Weg finden soll mit Hilfe seiner Urteilskraft, was ihm gut tut und was ihm schlecht tut. Und das, was Harald Welzer beschrieben hat, ist eine kybernetische Diktatur. Das heißt, es ist eine Welt, in der man nicht nur pausenlos beobachtet wird, sondern in der man gleichzeitig, weil das Verhalten algorithmisierbar ist, auch gesteuert werden kann und dann mit dem entsprechenden Nudging-System, ja, also mit einem Belohnungssystem, dazu gebracht wird, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte andere Dinge nicht zu tun. Und das ist das Gegenteil von Urteilskraft. Das wäre das Ende der Epoche der Aufklärung und wir würden dann in eine andere Epoche eingehen. Das muss erstmal in dieser Dimension wirklich klargestellt werden. Nun ist es ja so, dass wir viele Schutzzäune haben. Das ist in der Schweiz, in Deutschland so, steht in der Europäischen Charta. Das ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Kurz gesagt, alles das ist bei uns eigentlich verboten. Die ganze Digitalökonomie basiert auf informationeller Fremdbestimmung und nicht auf informationeller Selbstbestimmung. Und da müssen wir rangehen. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung war jetzt so ein sperriger Versuch, mal so einen Lattenzaun zu bauen. Aber im Grunde genommen müssen wir viel tiefer in das Ganze reingehen und sagen, das ist grundrechtswidrig. Und wer diese Grundrechtswidrigkeit nicht erkennt, der steht nicht mehr auf dem Boden unserer demokratischen, freiheitlichen Verfassung. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann wird, glaube ich, doch jetzt am Tisch relativ klar, die Demokratie ist ein Stück weit durch die Digitalisierung bedroht. Sie sehen da große Schwierigkeiten auf uns zukommen. Ich möchte gern mit jemandem sprechen, der das anders sieht. Und zwar haben wir Daniel Graf hier sitzen. Daniel Graf ist eine Person, der sich als Netzdemokrat bezeichnet. Von ihm stammt die Agenda für eine digitale Demokratie, der zusammen mit Max Stern herausgegeben hat diesen Frühling. Was ist ein Netzdemokrat? Netzdemokrat bezeichne ich mich als ein Versuch, etwas entgegen der Diskussion, wie sie jetzt läuft, zu stellen, weil ich bin überzeugt, ich glaube auch, dass die Digitalisierung, auch die sozialen Medien eine produktive Kraft haben, die unsere Demokratie weiterentwickeln lassen. Und ich glaube auch, dass sie ein Versprechen beinhaltet, dass die Demokratie in Zukunft eben näher bei den Bürgern und Bürgerinnen sein werden, dass die Bürger auch mehr Möglichkeit haben, den politischen Prozess zu gestalten. Ein Beispiel, was von Ihnen stammt, Sie haben eine Plattform, die heißt WeCollect, da sammeln Sie Stimmen für Referenten zum Beispiel. Und ein Beispiel ist das sogenannte Twitter-Referendum gegen die sogenannten Sozialdetektive. Und die Idee da war, gemeinsam mit Sibylle Berg, dass Stimmen gesammelt wurde. Innerhalb von 62 Tagen, glaube ich, hatten sie über 75.000 Stimmen, um dieses Referendum ergreifen zu können. Jetzt ehrlich gesagt, Twitter-Referendum, das klingt für einen politisch gebildeten Menschen doch ein bisschen schräg, weil man denkt, wie kann sich jemand wirklich politisch eine Meinung bilden, mal kurz da eben via Twitter? Also was passiert ist, ist, dass Sibylle Berg eine Frage gestellt hat, wie macht man ein Referendum? Es ging eben um diese Vorlage über die willkürliche Überwachung von Versicherten, wo wir am 25. November darüber abstimmen werden. Und sie hat in die Runde gefragt und das haben sich Leute gemeldet und gesagt, wir wissen, wie es geht, wir helfen mit. Und aus diesen kleinen Gruppe sind innerhalb von wenigen Wochen ist eine Gruppe von 10.000 Bürgerinnen und Bürgern entstanden, die gesagt haben,
wir machen ein Referendum. Alle haben das belächelt, gesagt, ja, Tweets sind schnell gemacht. Wer schon mal Unterschriften gesammelt hat auf der Straße, weiß, das geht nicht so schnell. Es ist extrem aufwendig. Viele scheitern, auch Parteien. Mhm. Und eben, es hat aber so viel Dynamik gegeben, weil es eben 10.000 Menschen waren, die gesagt haben, wir wollen das jetzt zur Abstimmung bringen, dass es geklappt hat, eben in einem Rekordtempo. Mhm. Und das war nur möglich, weil die Leute sich vernetzt haben, nicht nur über Social Media, vor allem auch über E-Mail. Aber grundsätzlich sehe ich schon auch die Möglichkeit, dass auch Bürgerinnen und Bürger auch, oder auch Parteien und Organisationen diese Mittel auch einsetzen können, um wirklich, und das war das Thema ja auch am Tisch, um wirklich auch die Rahmenbedingungen zu ändern für die Zukunft. Und dort sehe ich halt eben so ein bisschen die Metaebene, dass wir jetzt die Chance haben, unsere Demokratie zu verändern, um genau diese Probleme, Stichwort auch Datenschutz, die Frage der technologischen Diktatur abzuwenden. Und da müssen wir auch unser demokratisches System fit machen. Und das machen wir eben auch, indem wir diese Technologien überprüfen, was sie zu leisten vermögen. Also mehr Demokratie dank Digitalisierung, Ihrer Meinung nach? Genau. Das nehme ich somit an den Tisch. Mehr Demokratie dank Digitalisierung. Aber man muss ja zunächst mal sagen, es geht nicht darum, eine Technik zu begrüßen oder eine Technik zu verteufeln. Es geht nicht darum zu sagen, eine Technik schafft Demokratie oder eine Technik schafft Demokratie ab. Das ist die Frage, was man für einen Gebrauch davon macht. Ich hatte am Anfang das, was jetzt passiert, mit der ersten industriellen Revolution verglichen. Was soll ich denn sagen? Die Dampfmaschine und der Beginn der Technologie, die damals begann, der Industrieproduktion. Was hat das? Die Welt besser gemacht oder die Welt schlechter gemacht? Wenn Sie die Leute gefragt hätten, 1830 oder 1850, dann waren 80% der Bevölkerung von den Segnungen der ersten industriellen Revolution komplett ausgeschlossen. Die hatten einen 16-Stunden-Tag, da wurden die Kinder in den Bergwerken verheizt und, und. Im Nachhinein kann man sagen, das Ganze war ein Segen, der uns diesen wahnsinnigen Wohlstand beschert hat, in dem wir heute leben. Andererseits kann man sagen, wenn wir auch 50 Jahre so weitermachen, ist auch die Erde kaputt. So, das alles zeigt nur, wie groß die Schwierigkeit ist, eine Technik überhaupt zu bewerten. Sondern es ist natürlich eine Frage erstens der Perspektive, der gesellschaftlichen Umstände, der Gegenreaktionen. Und die erste industrielle Revolution hat gegen den radikalen Kapitalismus ein Gegengift gebraucht. Das war die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften, der Sozialismus, damit es überhaupt zum Segen von vielen wurde und zumindest in den reichen Industrieländern. Und das ist bei der Digitalisierung genauso. Wenn wir das schleifen lassen und nur den Großinvestoren im Silicon Valley überlassen, es sind ja nicht die Zuckerbergs oder Brins. Das sind riesige Pole, in denen das Geld der Welt reinfließt. Diese enorme Wertsteigerung, die diese Unternehmen haben, hängt einzig und allein damit zusammen, wie viel Kapital aus Saudi-Arabien, aus Norwegen, aus Malaysia, von überall in der Welt dahin geht. Ja? Und diese Sachen, die müssen domestiziert werden, wie der Kapitalismus Anfang des 19. Jahrhunderts domestiziert werden musste. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber ich möchte trotzdem noch schnell auf das eingehen, was der Kollege gesagt hat. Ich meine, in der Schweiz kennen wir die direkte Demokratie. Wir können Unterschriften sammeln, wir können damit Referenden machen. Der Punkt ist, dass ich finde dieses Vorgehen auch gut und ich finde das wichtig und das wird Referenden und Abstimmungen erleichtern. Auf der anderen Seite haben wir die ewige alte Diskussion über die Erhöhung der Unterschriftenzahl, die mit solchen Mechanismen nun plötzlich wirklich sehr, sehr dringend wird. Aber viel entscheidender bei der ganzen... Also Moment, um das richtig zu verstehen, Sie finden, es braucht zu wenig Unterschriften, um zum Beispiel ein Referendum zu machen. Ganz genau. Und unter diesen Umständen erst recht. Also man könnte jetzt warum denn? Sie sind doch auch für Demokratie. Warum sollen sich da nicht 75.000 Leute zusammentun und sagen, so nicht, meine Herren oder Damen? Weil wir eine Demokratie geschaffen haben, die nicht einfach allein nur von einer Mehrheit und von der Zahl lebt, sondern weil wir eine Demokratie geschaffen haben, die durchaus in Institutionen eingebettet ist. Aber das genau heißt, die will man doch auch eben von unten her... Ja, genau. Aushöhlen und ein Stück weit kann man doch auch sagen, und das, glaube ich, wäre der Punkt von Ihnen, berichtigen Sie mich, wenn es nicht stimmt, dem Volk wirklich die Macht zurückzugeben auch, ja? In der Demokratie geht es ja darum, dass genau Personenkreise, die nicht im Parlament vertreten sind, dass die Möglichkeit haben, einen Parlamentsentscheid zu kippen. Wir begreifen Demokratie heute immer als ein Spielfeld, wo Organisationen, Parteien, Initiativen und Referenden lancieren. Nein, das ist nicht die Idee. Es ist wirklich die Idee, dass Gruppen, die nicht vertreten sind, einfach ein Veto einlegen können. Und so ein Referendum, das von Bürgern und Bürgerinnen gekommen ist, das gibt es in der Geschichte einfach ein paar Mal, aber sehr selten. Weil die Schwelle, und es geht auch um Kosten, das ist nicht mal Unterschriften sammeln, sondern es kostet auch relativ viel, es ist einfach nicht so einfach möglich. Und dort sehen wir einfach, dass die neuen Kanäle zumindest ermöglichen, dass dass Bürgerinnen und Bürger den Ball in die Hand nehmen können und auch erfolgreich so ein Referendum durchführen können. Was ich wichtig finde, ist, dass, egal wie Sie es machen, dass man die Institutionen und Mechanismen der Entscheidfindung
beibehält, dass es immer noch Checks and Balances gibt, dass es immer noch Institutionen gibt, die überprüfen, die abwägen, die Pro und Contra machen können und es verschiedene Entscheidläufe gibt. Mhm. Es gibt Civic Techs, es gibt junge Leute, die das quasi alles weghaben wollen und sagen, wir machen nur noch Smartphone, wir machen nur noch Twitter, wir haben einfach eine Mehrheit per iPhone und damit regieren wir und da wäre ich entschieden dagegen. Das ist nicht der Ansatz, aber ich glaube, das muss man sehr genau auseinanderhalten, wenn man darüber spricht. Aber ist das nicht eine eigenartige Situation? Auf der einen Seite haben wir Angst, unsere Freiheit zu verlieren, uns überhaupt noch einbringen zu können, überhaupt noch gestalten zu können. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt plötzlich Angst, dass irgendwelche Leute mit Twitter da irgendwas machen könnten und dann von unten her die Macht übernehmen. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, das ist gar kein Widerspruch. Also ich glaube, erst einmal muss man sagen, bei solchen Ansätzen, wie Herr Graf sie vertritt, muss man ganz deutlich sagen, das funktioniert in einer funktionierenden Demokratie. Ja, ich möchte dieses Instrument nicht eingesetzt sehen in Diktaturen. Diktatoren und autoritäre Herrscher sind absolute Fans von Volksabstimmungen. Warum? Weil jede aktuelle Stimmung instrumentalisierbar ist. Und die parlamentarische Demokratie hat mit guten Gründen Verzögerungen eingebaut. Ja? Und sie ist dementsprechend keine Stimmungsgesellschaft, sondern eine, die Mechanismen hat, dass rationale Entscheidungen getroffen werden können. Der andere Punkt ist der, dass sich in den letzten Jahrzehnten Zivilgesellschaft immer weiter entpolitisiert und aus der politischen Debatte rausgezogen hat. Wir haben einen Niedergang von Protestkultur gehabt an ganz vielen Stellen. Wir haben sozusagen kultiviertes Desinteresse an den öffentlichen Angelegenheiten gehabt. Und die Demokratie würde schon auch noch funktionieren, nicht digital, wenn sie so laufen würde, wie sie gedacht gewesen ist, dass die sich als Demokraten fühlen, an bestimmten Stellen tatsächlich auch in den Prozess einbringen. Das dauert dann ein bisschen länger als über Klicks oder sowas. Ja? Und der andere Punkt mit dieser Twitter-Nummer, auch da muss man sich ja überlegen, wer von den real existierenden Politikern benutzt das denn mit absolutem Enthusiasmus? Und das sind ja nun gerade nicht die Gestalten, denen wir jetzt, sagen wir mal, das Höchstmaß an Aufgeklärtheit, Rationalität und Gutwilligkeit unterstellen. In Deutschland haben wir das bei der Piratenpartei ja gesehen, die das Gefühl hatte, das Netz wäre ihres. Und wenn sie an direkte Demokratie dachte, dann dachten die an ihre Zirkel. Also hochinteressierte junge Leute, wahnsinnig engagiert. Und sie haben eigentlich nie wirklich darüber nachgedacht, dass es gute Gründe gab, die Demokratie seit den alten Griechen immer langsamer zu machen. Mhm. Bei den alten Griechen konnte man an einem Tag durch das Scherbengericht verurteilt werden. Da wurde der Prozess an einem Tag gemacht, da gab es keine Berufungskammern, gar nichts. Und wenn man dann später die Geschichte der Demokratie ansieht, Einführung der Gewaltenteilung, erst in England, dann in Frankreich, in Deutschland und so weiter, alles, es ging um Entschleunigung. Es ging um Entschleunigung, um die Politik aus dem Affekt zu befreien. Und jede Form extremer, direkter Demokratie bringt die Politik in den Affekt zurück. Und wie will man langfristige Entscheidungen über solche komplizierten Probleme wie diplomatische Beziehungen, die man mit Ländern unterhält und so weiter, Affekten ausliefern? Das würde sich von Tag zu Tag, würde sich das Meinungsbild verändern. Und am Ende würde man sich der Manipulation durch Medien aussetzen. Der etablierten Medien, aber auch der Medien, die im Grunde genommen stillschweigend hinter den sozialen Netzwerken sind und jederzeit in der Lage sind, Stimmung hervorzurufen und zu beeinflussen. Aber wie gehen wir denn eigentlich mit dieser Zeit um? Denn das ist ja eigentlich die Frage, die uns interessiert. Was macht die Digitalisierung mit uns Menschen und mit unserer Gesellschaft? Und jetzt haben wir doch einfach unterschiedliche Darstellungen. Also Herr Graf würde das anders beschreiben, wie Sie das beschreiben. Und wir sprechen über die Zukunft. Es ist nicht so klar, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Sie haben gesagt, es geht nicht darum, nur darüber zu sprechen, ist eine Technologie schlecht oder gut, sondern immer der Gebrauch macht sie zu einer guten oder schlechten Sache. Das ist ja eigentlich klar. Aber wie entscheiden wir denn, welcher Gebrauch ein guter Gebrauch ist? Das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Die Einigkeit ist groß. Also die Einigkeit ist groß. Ja, ich rede jetzt nicht von den Leuten, die ihr Geld bei Facebook oder bei Google verdienen. Aber wenn ich jetzt darüber rede, sozusagen, was jemand, der CEO eines großen deutschen Konzerns ist, was der privat darüber denkt, dass seine Kinder zu viel Handy benutzen und dass sie nicht mehr richtig kreativ sind und dass ja gerade in der Zukunft immer mehr kreative Menschen benötigt werden durch den Wandel in der Arbeitswelt, aber immer mehr rezeptive Menschen hervorgebracht werden. Das sagen Leute, die konservative Parteien wählen, das sagen Leute, die linke Parteien wählen, das sagen Leute, die Busfahrer sind, und da sagen Leute, die große Unternehmen leiten. In dem Punkt besteht gar kein großer Dissens.
Glauben Sie es auch? Der Dissens besteht eher darin, wie man das dann eben auch wirklich umsetzt. Oder das ist ja eigentlich die Frage. Ich sehe das schon auch. Man weiß schon, dass man sich selber Grenzen setzen muss. Und der Punkt ist ja, und dann sind wir wieder beim Wir, wer setzt denn diese Grenzen? Reichen denn einfach Appelle und sagen, leg dein Smartphone weg, machen wir? Ich meine, wir kennen ja diese Geschichten, die Jugendliche, die ihren Smartphone auf den Tisch legen, bevor sie miteinander essen, Familien, die sich ein Detox-Wochenende quasi verordnen. Es gibt ja diese Versuche und ich glaube, die sind auch wichtig. Die Frage ist nur, reichen diese Appelle oder braucht es mehr? Und wenn es mehr braucht, dann brauchen wir Verordnungen, dann brauchen wir Gesetze, dann brauchen wir Verbote. Und dann ist die Schwelle zu dem, zu der Diktatur, sage ich jetzt, zu quasi macht die Menschen anders, als dass sie sind, dann ist die eben bald schon angekratzt. Und deshalb, glaube ich, müssen wir letztlich, oder sagen wir so, ich bin so optimistisch und vertraue darauf, so dass wir, wie wir gelernt haben, mit anderen Technologien umzugehen, lernen wir auch mit diesen Technologien umzugehen. Im Kleinen. Im Großen müssen wir sehr wohl über Wirtschaftspolitik, über Steuerpolitik, über Sozialpolitik etc. etc. sprechen. Das schon. Aber im Kleinen, glaube ich, müssen wir... Und was ist jetzt das Kleine und was ist das Große? Das Kleine ist, wie verhalte ich mich gegenüber diesen Medien? Wie viel Mal pro Tag füttere ich diese? Wie viel Mal pro Tag konsultiere ich diese? Was bilde ich damit alles ab? Wie sehr lasse ich mich von denen leiten, was ich denke, was ich tue, was ich sehe, worüber ich mich informiere? Oder sage ich nein, ich versuche doch trotzdem noch selber zu entscheiden, was ich mir anschaue und was ich wegstecke, was ich nicht quasi anschaue. Aber da spricht doch die Empirie total dagegen. Jeder tritt vor die Tür, das Beobachten von Menschen im öffentlichen Raum, in der Tram, in welcher Situation auch immer, ja. Spricht doch total dagegen. Die sind doch alle sozusagen in dieser Filterwelt unterwegs. Und das wird durch irgendeine Form von Selbstbeschränkung nicht funktionieren. Zumal es einfach auch so ist, dass die Benutzung dieser Geräte selber eine Suchtstruktur etabliert und auch etablieren soll. Weil man kann damit super gut Geld verdienen und super gut Daten erheben, wenn diese Suchtstruktur funktioniert. Nicht umsonst werden jede Menge Neurowissenschaftler im Silicon Valley beschäftigt. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das ist schlicht und ergreifend so, weil man weiß, wie kann man am besten Belohnungssysteme im Gehirn aktivieren, durch welche Form von Mitteilung und Likes und so weiter und so weiter. Und das Erschreckende ist doch, das funktioniert Bombe. Es funktioniert total Bombe. Es funktioniert so super, dass ich mir vorkomme wie der einzige Zombie auf der Welt. Weil weil die sozialen Verhaltensweisen, die Formen der Kommunikation, die Selbstverhältnisse, wie geht man miteinander um, hat sich in den vergangenen 10 Jahren, wir sprechen über 10 Jahre, wenn wir über das Smartphone sprechen, in einer so radikalen Art und Weise verändert, wie ich das historisch nicht kenne. Also habe ich kein Vergleichsbeispiel. Ja? Und das ist, ohne dass man das vielleicht jetzt gleich verteufelt oder sowas, immerhin ein bemerkenswerter Befund. Man könnte jetzt politisch sagen, das finden wir super. Und dann kann man gegen Leute wie mich argumentieren, die das nicht super findet. Dann hätte man eine politische Situation. Wir haben aber eine totale Schräglage in der Debatte. Deshalb habe ich vorhin auch gesagt, so viele Kritiker gibt es doch gar nicht. Es gibt doch viel mehr Befürworter. Nämlich alle die, die das benutzen, klar, die das kaufen. Also, und so. Aber einfaches Indiz. Ausreden. Man müsste nur in der Schweiz eine Umfrage machen, worauf seid ihr eher bereit zu verzichten, auf euer Wahlrecht oder auf euer Smartphone? Hm. Warum widerspricht sich das? Schwierige Frage. Nur als Beispiel, nur mal um klar zu machen, wie die Prioritäten liegen. Gehen wir los, machen wir. Das war die Frage, Smartphone oder Wahlrecht? Bitte schön. Für mich ist die Antwort klar, Wahlrecht natürlich. Ich will mich jetzt hier auch nicht blamieren, glaube ich, mit der falschen Antwort. Aber ein wichtiger Punkt scheint mir schon, dass wir... Sie würden eher aufs Wahlrecht verzichten? Das war die Frage, da habe ich nicht richtig zugehört. Nein, ich bin natürlich eher aufs Smartphone. Deutscher Versprecher. Gut, und vielleicht können Sie aber noch 2, 3 Sätze mehr sagen. Warum denn? Oder ist das sowieso die falsche Frage? Ist das eine lächerliche Frage, eine blöde Frage, was auch immer? Nein, ich glaube, die Demokratie ist ein entscheidendes Stichwort und damit eben auch das Wahlrecht. Ich finde das extrem wichtig. Und ich glaube, hier ist ein Punkt, der mir auch am Herzen liegt. Wir dürfen auch unseren Mitmenschen ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringen. Ich habe in dieser ganzen Diskussion und die Digitalisierung immer so das Gefühl, ja, die anderen sind die Deppen. Also irgendwie, die Elite findet, das Volk ist blöd, das Volk findet irgendwie, die Elite lügt und irgendwie die Linken finden die Rechten schwierig und die Rechten finden die Linken und so weiter. Anstatt dass wir sagen, hey, wir sind ja eine Demokratie und das baut darauf auf, dass wir eigentlich mündige Bürgerinnen und Bürger sind. Und ich traue Ihnen,
den Leuten in diesem Raum und auch den Menschen da draußen, die nicht Sternstunde Philosophie schauen, zu, dass sie irgendwo mit der Situation und der Welt umgehen können und wir jetzt nicht da zu radikalen Maßnahmen greifen müssen und immer die anderen als quasi Zombies und Opfer der Digitalisierung. Also Sie sind frei, Sie sind mündig, Sie sind nicht in einer Diktatur. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie in einer Diktatur? Und was möchten Sie lieber abgeben, Wahlrecht oder Handy? Ich würde lieber mein Handy abgeben, ganz klar. Ich würde mir wünschen, ich könnte es mehr weglegen und mehr abgeben. Und ich würde gerne wissen, was ich machen kann, ja, oder wie ich davon mehr wegkomme. Mhm. Darf ich Sie noch fragen? Ja, ich würde auch auf mein Smartphone verzichten, klar. Aber irgendwie geht es mir ähnlich wie den beiden. Ich glaube, wir müssen ein bisschen positiver denken. Ich glaube, wir müssen den Jugendlichen auch zulassen, dass sie ihren Weg gehen und dass die Digitalisierung ein Teil unserer Welt heute ist und wir viel positiver darüber denken sollten. Wie Herr Precht sagte, die industrielle Revolution brachte uns auch viel Negatives, aber auch sehr viel Positives. Und wir müssen, glaube ich, Schritt für Schritt damit lernen, umzugehen und Regeln zu stellen. Ja. Vielleicht gehen wir zurück mal kurz noch einmal zu diesem Beispiel mit der industriellen Revolution, weil das ja wirklich etwas ist, was Sie in Ihrem Buch auch ausführlich besprechen, Herr Precht. Dass Sie sagen, es gab drei industrielle Revolutionen, die wir recht gut eigentlich überlebt haben. Jetzt stecken wir in der vierten und jetzt wird es brandgefährlich. Unter anderem auch, weil es noch um einen weiteren Punkt geht, nämlich um die Frage, wer eigentlich genau das Sagen hat. Und das hängt auch damit zusammen, wer zum Beispiel noch Arbeit hat. Das ist ja auch noch mal so eine Frage. Geht uns oder geht vielen, möglicherweise den Hälften der Menschen, die Arbeit aus? Und das würde die Machtverhältnisse noch einmal drastisch verschieben. Also die spannende Frage ist ja, was man unter Arbeit versteht. Also wenn wir sagen, Arbeit ist jede Form von Tätigkeit, auch wenn ich meinen Garten umgrabe, dann geht uns die Arbeit nicht aus. Wenn ich aber sage, sozialversicherungspflichtige Lohn- und Erwerbsarbeit, die wurde ja erst in der ersten industriellen Revolution überhaupt eingeführt. Gibt's ja noch nicht lange. Ja, vor 300, 400 Jahren hat kein Schweizer für Geld gearbeitet. So, und das hat sich irgendwann durch die erste industrielle Revolution, durch die neue Struktur, die entstanden ist, ist auch diese Form von Beschäftigungsstruktur entstanden. So, und das war der Beginn des ersten Maschinenzeitalters und jetzt kommen wir ins zweite Maschinenzeitalter und da werden die ganzen Intelligenzberufe ersetzt. Nicht alle, aber eine nicht unbeträchtliche Form davon. Also sehr viele Verwaltungsjobs, Bankenjobs, Versicherungsjobs, Justiziare, die bei Firmen arbeiten. Man könnte da Stück für Stück durchgehen und dann würden auch für die Schweiz eine ganze Menge, viele, viele hunderttausend Menschen zusammenkommen. Jetzt spielt der demografische Faktor in den meisten westeuropäischen Ländern, nicht in Frankreich, aber in Deutschland und der Schweiz ist ganz günstig, weil auch nicht ganz so viele Kinder nachkommen. Aber im Prinzip müssen wir uns darauf einrichten, dass die Arbeitslosigkeit stark steigt. So, und da gibt es ein paar ganz schlaue Ökonomen, die erstens sagen, aber Herr Precht, Sie wissen doch gar nicht, wie viele Millionen neue Beschäftigungsverhältnisse alle durch die Digitalisierung entstehen. Die berufen sich dann, also die Gebildeten unter denen, auf David Ricardo, ja, berühmter englischer Ökonom, der 1817 die Kompensationstheorie aufgestellt hat, der gesagt hat, immer wenn der technische Fortschritt irgendwo Arbeit killt, schafft er auf der anderen Seite mehr neue. Das ist so das Mantra. Das ist das Glaubensbekenntnis der Ökonomen, dass das jetzt passieren soll. Und das ist ausgesprochen unwahrscheinlich, weil ich glaube auch, dass ganz viel neue Arbeit entsteht, aber doch nicht für Menschen. Es entsteht ganz viel neue Arbeit für Maschinen. Zweitens, ein ganz wichtiger Punkt noch. Mhm. Die Kompensationstheorie war abhängig von wachsenden Märkten. Das hat nur deswegen funktioniert, weil gleichzeitig die Welt sich immer weiter globalisiert hat und immer gewaltigere Absatzmärkte für die Produkte entstanden sind. Und damals konkurrierten in der ersten industriellen Revolution England und Holland und ein bisschen Deutschland und später Frankreich miteinander. Heute konkurrieren die Volkswirtschaften von 2 Milliarden Menschen miteinander. Und das Wachstumspotenzial durch die Globalisierung ist begrenzt. Da kann man mir nicht mit David Ricardos Kompensationstheorie kommen. Das heißt, die Arbeit geht vielen Menschen aus. Also die regelmäßige, klassische Erwerbsarbeit, dass ich 38 oder 40 Stunden am Tag irgendwo hinkriege und am Ende eine Lohntüte dafür kriege und in die Sozialversicherung eintrete, das wird relativ vielen Menschen, nicht allen. Aber es würde ja reichen, wenn ein Drittel aller Schweizer in den nächsten 25 Jahren davon betroffen ist und die Schweiz wäre ein anderes Land. Sind diese Zahlen ja umstritten? Ja, klar. Ich glaube, Sie, Frau Gentinetta, sehen das leicht anders. Ja, ich meine, wir wissen ja alle nicht, was kommt. Und ich kenne auch ein paar kluge Ökonomen, die sagen, sie wissen nicht, was kommt. Aber es gibt doch auch interessante Befunde. Ich gebe zu, die sind leicht in die Vergangenheit gerichtet. Aber wenn man jetzt nur mal die letzten 20 Jahre anschaut, wo man nicht in die frühe industrielle Revolution geht, sondern die letzten 20 Jahre,
hat doch in der Schweiz die Beschäftigung um fast 20% zugenommen. Und zwar, da möchte ich einfach vielleicht leicht korrigieren, es sind nicht die Intelligenzjobs, die weggehen, es sind die Routinejobs, die weggehen. Das ist etwas, was man jetzt eindeutig beachten kann. Die intelligenten Jobs bleiben, die Routinejobs fallen weg und die einfachen Jobs bleiben wiederum. Das heißt, es braucht nach wie vor Menschen, die diese Produktionsstätten, die automatisiert sind, betreuen, die sie aufsetzen, die sie kontrollieren, die sie überwachen, die auch mal einspringen können, wenn etwas nicht geht. Dazu braucht es Spontanität, dazu braucht es Analyse, dazu braucht es eine spontane Kombination, dazu braucht es die Fähigkeit, einen Entscheid zu fällen, der nicht vorprogrammiert ist. Das ist ja genau der Punkt. Diese Jobs sind nach wie vor gesucht und die sind da. Und was es auch braucht auf der anderen Seite, sind die ganz einfachen Dinge. Wir wollen uns vielleicht nicht unbedingt in ein selbstfliegendes Flugzeug setzen, selbst wenn das möglich ist. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das heißt, es geht auch um die Akzeptanz von solchen Berufen. Pflegeberufen, wo es direkt um den Kontakt zwischen Menschen geht, die nehmen zu. Die nehmen nach wie vor zu. Und das ist einfach ein Befund, den man als solchen einmal zur Kenntnis nimmt. Den Befund widerspreche ich nicht. Ich halte nur die empirische Basis für klein. Also die Anzahl der Empathieberufe, die es in Zukunft noch geben wird, die wird groß sein. Ohne jeden Zweifel. Und auch in der intelligenten Fabrik braucht man oben ein paar Supervisor. Und selbst wenn es intelligente semantische Suchmaschinen gibt, die die Hälfte aller Juristen ersetzen, braucht man die andere Hälfte noch. Aber nur mal, um über reale Zahlen nachzudenken, wenn tatsächlich selbstfahrende Fahrzeuge kommen, also alle Busse, ja, alle Straßenbahnen, alle Taxiverkehr und was weiß ich was, da entsteht doch nicht auf der anderen Seite genauso viel an Neuem. Also das im Augenblick ist das ein Zweckoptimismus, den wir machen. Wir lügen uns in die eigene Tasche, weil wir uns nicht damit auseinandersetzen wollen, dass wir eine enorme gesellschaftliche Veränderung kriegen, wenn wir keine klassische Lohn- und Erwerbsarbeit für die meisten mehr sind. Und das ist der Grund, warum im Augenblick jene Ökonomen, die sagen, ach ja, ist doch früher auch immer gut gegangen und passiert doch nichts und so weiter, im Augenblick so viel Oberwasser haben. Also wir können die empirische Basis schon noch etwas ausweiten auf die anderen früheren industriellen Revolutionen, in denen es am Schluss immer mehr Arbeit gab als vorher. Das stimmt nicht. Obwohl man das Gegenteil befürchtet hat. Ja, das ist sozusagen die klassische Lüge. Früher haben die Leute in der ersten industriellen Revolution 80 Stunden am Tag gearbeitet. Heute arbeiten sie nur noch die Hälfte. Früher haben 80% aller Frauen gearbeitet, nämlich entweder in der Landwirtschaft oder später in den Fabriken. Früher haben alle Kinder gearbeitet ab dem 7. oder 8. Lebensjahr. Und wenn Sie mal gucken, mit welchem Alter man heute in den Beruf einsteigt, 25, 27 und so weiter, und dann gucken, dann geht die These nicht auf. Genau. Und Sie sagen aber, ganz egal, wie jetzt die empirische Lage wirklich ist, wir wissen es ja auch nicht, wie es rauskommen wird, aber Sie sagen, ist ja eine gute Nachricht. Also wir wollen ja keine Kinder, aber wir wollen ja keine Frauen, die zu Hause und in der Fabrik und alles. Und Sie sagen, das wird uns sozusagen befreien. Abschied von der Leistungsgesellschaft, gute Nachricht, wenn wir entsprechende Maßnahmen treffen. Ja, nicht Absicht davon, dass es nicht zu Ende, dass Menschen Leistung bringen. Nicht, dass Leute Bestätigung brauchen. Nicht, dass Leute das Gefühl haben wollen, am Tag was geleistet zu haben. Nicht diese Form von Leistungsgesellschaft. Aber es ist doch großartig, wenn die, Sie haben das ja gesagt, Routinejobs, ne? Wenn die jetzt wegfallen. Also das sind Jobs, die würde ich nicht gerne machen. Ja, und wenn die meisten von diesen Jobs am Finanzamt arbeiten und so weiter, es gibt Leute, die machen das auch gerne, aber viele Leute wollen das eigentlich nicht machen und man wird diesen Berufen nicht in 20, 30 Jahren hinterher trauern, genauso wenig wie man den Bergbau oder den Stahlkochern heute hinterher trauert. So, und dann kommen wir in eine Gesellschaft, wo die Leute viel mehr Überlegungen haben, sich zu sagen, was will ich denn eigentlich arbeiten, was ist denn eigentlich sinnvoll, was macht mich denn eigentlich glücklich, wie kann ich denn so arbeiten, dass ich meine Kinder dabei sehe und so weiter und so weiter. Das Ganze ist eine Fortschrittsentwicklung. Und um den Fortschritt zu haben, müssen wir aus der klassischen Struktur raus. Genau. Und weil ich vorhin dieses Votum hatte, es ist ja alles zu negativ, wir müssen auch mal Vertrauen haben, wir müssen auch mal das Positive sehen, habe ich dieses Thema eingebracht, weil ich ganz genau wusste, Herr Precht, in Ihnen steckt ja auch ein positiver Blick auf die Digitalisierung. Das finden Sie ja richtig Good News. Ich finde das großartig, wenn ich überlege, wie die Bauern in der Schweiz im 18. Jahrhundert auf den Feldern gearbeitet haben. Ich meine, die Schweiz war das Armenhaus Europas. Ja, in den Bergen, wo es heute schön ist, da waren die sozusagen die unfruchtbarsten Wiesen. Ja, da konnte man kein Getreide anbauen und so weiter. Und wenn man dann guckt, wenn man sich die ganze Entwicklung anguckt, heute geht es den Schweizer Bauern großartig. Und sie arbeiten viel weniger, als sie gearbeitet haben. Da haben sie sich tot gearbeitet. Da waren sie mit 40 tot, hatten keine Zähne mehr im Mund, waren tot. Das ist eine tolle Entwicklung. Und wenn ich das Stück für Stück weiter durchgehe, Fabrikarbeit, wie das aussah im 19. Jahrhundert, in England, in Deutschland und so weiter, dann ist das Ganze eine unglaublich positive Entwicklung. Und wir müssen nun den nächsten Sprung in der positiven Entwicklung machen. Und der besteht eben darin, dass wir jetzt anfangen, die langweiligen Routinejobs zu schreddern. Das ist doch großartig.
Großartig. Digitalisierung ist doch großartig, sagt Herr Pech. Ich habe ja nie was Gegenteiliges gesagt. Also das? Nein. Nun wirklich nicht. Nein, aber wir sind auch hier genau an der wirklich interessanten Stelle. Nämlich, ob man gewissermaßen Entwicklungen für gegeben hält und dann irgendwie dem versucht, hinterherzukommen. Oder ob man sagt, okay, jetzt lasst uns doch mal einen Sortiervorgang machen. Was ist denn möglicherweise bei einer Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, welche Arbeitswelt wollen wir haben, was kann uns dabei Digitalisierung helfen oder andere technologische Entwicklungen auch? Diese Frage stellen wir ja nicht, sondern das hatten wir ja zu Anfang. Das ist alles da und das geht auch nicht mehr zurück. Und dann hechtet man hinterher und unterhält sich darüber, sind es 40% der Jobs oder 45 oder vielleicht nur 35. Ja, aber dann stellen wir sie doch mal. Jetzt stellen wir sie. Ja, jetzt stellen wir sie. Und ich stimme Herrn Precht vollkommen zu, dass es natürlich das Reich der Freiheit in greifbarer Nähe ist, wenn es keine Scheißarbeit mehr gibt. Ja? Und das geht ja sehr weit. Es könnte nämlich dann zum Beispiel auch zur Folge haben, dass die ja wirklich eben mit der Arbeiterbewegung paradoxerweise in die Welt gekommene Hochbewertung entfremdeter Arbeit mal wieder wegkommt. Es ist doch nicht der Sinn, weshalb wir alle auf die Welt gekommen sind, ja, 40 Jahre lang irgendwie dasselbe zu tun. Ja? Wenn jetzt ein Sozialdemokrat hier am Tisch sitzen würde, würde sagen, aber sehr wohl ist das der Sinn und das wollen wir nie wieder aufgeben. Ja. Ja? Wir wollen dummes Zeug machen unser, genau, ganzes Leben. Ja. Und das nennen wir dann Sinn des Lebens und wertvolle Existenz. So, da was ist Ihre Alternative? Was die Alternative ist, wir haben ja zusätzlich noch ein Problem, über das wir gar nicht gesprochen haben, dass in den meisten Ländern dieses Typs das ganze komplette Sozialsystem auf Besteuerung von Arbeit basiert. Was schon vollkommen klar ist, ist seit Jahrzehnten schon deppert, das zu machen. Ja, wieso eigentlich das, was produktiv ist, besteuern und zum Beispiel nicht produktive Sachen wie Kapitaleinkünfte, Finanztransaktionen und dergleichen Dinge nicht zu besteuern. Das heißt, wir hätten ein Momentum, wo man sagen kann, wir sind jetzt in einem Strukturwandel der Arbeitswelt. Dieser Strukturwandel zieht zwingend einen Strukturwandel in dem ganzen Sozialsystem nach sich. Also haben wir doch eine coole Gelegenheit. Lasst uns doch Roboter besteuern, lasst uns Finanztransaktionen besteuern, lasst uns ganz andere Quellen von Steuern. Und dann können wir das Spiel völlig neu spielen und sagen, ach, müssen gar nicht alle arbeiten. Es müssen gar nicht alle arbeiten. Vielleicht gibt es Leute, die haben keine Lust zu arbeiten. Naja, brauchen sie halt nicht zu arbeiten. Ist doch super. Also wir haben sozusagen, können das Spiel mal völlig umdrehen. Hätte Frau Centinetter. Es hätte ganz gravierende Konsequenzen auch im Bereich Nachhaltigkeit und so weiter und so weiter. Wenn Leute nicht sich ständig entschädigen müssen für den Mist, den sie 8 Stunden am Tag machen, brauchen sie auch nicht so viel konsumieren. Ende der Arbeit. Welt. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen vielleicht noch 2 Dinge klären. Wir hatten zuerst darüber gesprochen, wie viel Arbeit wegfällt. Ich glaube, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Man weiß es wirklich nicht genau. Dass die Arbeit schöner wird, dass Routinearbeiten wegfallen, finde ich auch wunderbar. Abgesehen davon, dass wir uns in dieser Arbeitswelt schon sowieso neu organisiert haben. Ich meine, mein Büro besteht aus meinem Laptop und meinem iPhone und meinem iPad, die ich bei mir habe, egal wo ich bin. Und ich entscheide, ob ich arbeite oder nicht. Ich habe keinen Arbeitgeber, der mir sagt, du musst morgens einstempeln, abends ausspenden und bitte mach zwischendurch 2 Kaffeepausen, weil das Arbeitsgesetz das verordnet. Das habe ich nicht und das haben ganz viele nicht mehr. Ich glaube, wir haben uns längst, oder viele von uns haben uns längst aus dieser alten Struktur verabschiedet. Die gibt es so nicht mehr. Sie wird auch eingefordert von einer jüngeren Generation, die ganz andere Ansprüche an die Arbeitswelt hat, die viel mehr Sinnfragen stellt, die ihre Arbeitgeber, weiß Gott, mit solchen Fragen konfrontiert und die sehr wohl genau wissen wollen, was mache ich da eigentlich, für wen arbeite ich eigentlich. Das stellt auch Unternehmen vor ganz neue Fragen. Das Einzige, wo ich nicht bei Ihnen bin, und diese Rolle ist immer so undankbar, ich bin natürlich nicht für eine Robotersteuer, ich bin nicht für eine Finanztransaktionssteuer und ich bin schon gar nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Weil ich glaube, dass all diese Dinge letztlich Strukturen, die wir etabliert haben und von denen wir wissen, dass sie funktionieren, einfach ein für mal, alle mal über den Haufen werden. Vielleicht müssen wir das und ganz da, kurz klären, ja, warum jetzt plötzlich das bedingungslose Grundeinkommen aufkommt. Ja, darüber hatten wir ja noch gar nicht gesprochen. Wir haben darüber noch nicht gesprochen, aber das ist ja immer der Punkt. Es fehlt im Raum, ja. Letztlich ist ja das sozusagen das Momentum, das Sie angesprochen haben. Wir haben einen Moment, wo wir über Dinge sprechen konnten, die bisher nicht möglich waren. Ja. Aber also, klären wir Sie können verstehe, sagen, was Sie befürworten, dann kann ich sagen. Ich verstehe völlig, dass Sie das Lob der bestehenden Arbeits- und Leistungsgesellschaft singen, weil es den Menschen in der Schweiz wahnsinnig gut geht.
Und deswegen verstehe ich das auch, dass man denkt, never change a winning team, ist doch großartig. Was ich nur prognostiziere ist, es wird langfristig nicht erhalten bleiben, ob man will oder nicht. Man muss sich auf die Veränderung einstellen. Ich habe nicht von der Arbeitswelt, sondern vom politischen System gesprochen. Ach so, aber ich dachte, Sie meinen auch jetzt, weil Sie sind sozusagen gegen eine Veränderung der Steuern, gegen Grundeinkommen und so. Damit meine ich das politische System. Ach so, okay. Sie sagt, die Arbeitswelt verändert sich, aber sie will das politische System nicht anpassen, Frau Gentinetta. Nicht so radikal. Okay. Anpassungen, ja. Also wenn man Anfang des 19. Jahrhunderts, das ist ein wichtiger Vergleich, weil das erklärt, was ich meine. Wenn man damals den Kapitalisten in England oder Ende des 18. erzählt hat, du musst deine Arbeiter besser bezahlen. Anders schaffst du nie einen richtigen Binnenmarkt für deine Tuchproduktion und der Kapitalismus wird nicht funktionieren. Dann haben damals alle gesagt, die Philosophen, das geht bei John Locke los, und alle Ökonomen, nein. Man muss die Arbeiter so schlecht wie irgend möglich bezahlen, damit man Wettbewerbsvorteile vor den anderen Ländern hat. Und das haben alle, ausnahmslos alle Ökonomen, 50, 60 Jahre lang runtergebetet. Und erst als man unter dem Druck der Arbeiterbewegung anfing, seine Arbeiter ordentlich zu bezahlen, wurde das politische System stabil, entstanden entsprechende Binnenmärkte, stieg der Volkswohlstand und so weiter. Und wir sind wieder in einer Situation, wo Second Machine Age, totale Revolution der Arbeitswelt, wo wir in eine Situation kommen und sagen, okay, das wird völlig anders sein, als das bisher gewesen ist. Wir müssen unsere sozialen Sicherungssysteme anpassen. Und wir können, und da gebe ich Harald Welzer völlig recht, über die Besteuerung von Arbeit, die nicht mehr finanzieren. Weil, selbst wenn es ja sein könnte, dass durch die Demografie zum Beispiel in Deutschland gar nicht so viele arbeitslos werden, aber trotzdem mehr und mehr Arbeit von Robotern gemacht wird, und diese Arbeiter von Robotern und Computern nicht besteuert wird, dann würde angesichts der Tatsache, dass wir alle vorhaben, 90 oder 100 zu werden und immer weniger einzahlen, unser Sozialsystem sowieso kaputt gehen. Und die ganze Überlegung ist, Grundeinkommen ist, welche clevere Idee gäbe es? Was könnte man noch besteuern? Was könnte man anstelle des Umlagesystems stellen, was möglicherweise funktioniert? Das ist der Ausgangspunkt fürs Grundeinkommen. Es gibt ja noch einen anderen Aspekt. Roboter kaufen ja auch nicht ein, soweit wir wissen. Wir sind ja ziemlich schlechte Konsumenten. Sie wollten doch das Shopping abschaffen. Ist doch super. Nein, systemisch gedacht. Ja. Entsteht ein Problem, glaube ich, was sich so einfach nicht lösen lässt. Wenn die Zahl der aktiv am Arbeitsmarkt Partizipierenden geringer wird, was ist dann mit unserem Hyperkonsumsystem? Wie teilt sich das neu auf? Also nur auf der Linie von Prechts Argumentation. Übrigens gibt es auch noch einen anderen Aspekt, wo ich einhaken würde. Das ist ja nicht zutreffend, dass sich unsere Arbeitswelt so teuer verändert hätte. Es gibt auch in dieser Gesellschaft und in der Bundesrepublik und noch mehr in sogenannten Schwellenländern und noch mehr in armen Ländern sehr, sehr viele Menschen, die auf unglaublich archaische und altmodische Art und Weise buckeln und rackern und machen und tun und keinen Laptop in der Hand haben. Und das sagt ja auch noch etwas aus, worauf nämlich unsere schöne neue Welt basiert. Ja, zum Beispiel sind ja all diese Gerätschaften, da stecken ja Rohstoffe drin. Und diese Rohstoffe regnen ja nicht aus Apple-Fabriken raus, sondern die werden ja irgendwo gewonnen. Und zwar mit sehr harter Arbeit. Also ich finde, diesen Aspekt muss man auch noch mal mit einbeziehen. Das ist nämlich wiederum ein Indiz dafür, dass wir über Veränderungsprozesse aus einer sehr engen Perspektive diskutieren. Die Rohstoffthematik wird durch die Digitalisierung verschärft und nicht entschärft. So, da kriegen wir Probleme. Die Ausbeutungssituation für große Teile einer für uns nicht sichtbaren Arbeiterschaft wird verschärft und nicht entschärft. Ich würde gerne an dieser Stelle nochmals einen Schritt machen und einfach nur fragen, wer ist denn dieses Wir? Wir haben jetzt ganz viel davon gehört, wir müssen ändern, wir brauchen ein Abfedern, wenn die Arbeit knapp wird. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir die Digitalisierung klug nutzen, aus dieser Technologie das Gute rausholen. Wer ist denn wir? Weil was ich überhaupt nicht mehr hören kann, ist immer dieses Reden davon, wir brauchen eine Debatte. Und dann geht man so zufrieden nach Hause, wir brauchen eine Debatte und es ist überhaupt nichts passiert. Ja, wer denn? Was denn? Die im Raum sind. Die Standardantwort, die ich auf diese Wir-Frage gebe, ist immer die, es sind die, die im Raum sind. Weil Diskussionen laufen immer so, die gehen immer über die, die gerade nicht da sind. Die Jugendlichen oder die Älteren oder die, ich habe es eben mit den Arbeitern in der dritten Welt oder sowas gesagt. Aber wenn wir politisch diskutieren und darüber sprechen wollen, wie wir eine bestimmte Entwicklung beeinflussen wollen,
dann sind es die Bürgerinnen und Bürger, die das tun. Das heißt, es sind immer die, die gerade da sind, die eigentlich in der Verantwortung stehen, diese Veränderungsprozesse zu machen. Ich finde ja den Einwand super, weil das Wir ist schlecht allgemein. Das stimmt immer und deshalb ist mit Wir immer gar keiner gemeint. Das muss man konkretisieren. Und so wie ich es machen würde, dass ich sage, ich lasse mich durch Smartphones nicht blöd machen. Das kann ich ganz konkret sagen. Bitte schön, Sie lassen sich blöd machen, ich auch. Ja? Ich hoffe nicht. Also ich Nein, das, aber jetzt konkret. Ja, das Wir. Ich würde das, natürlich, wir, die wir hier sind und miteinander sprechen, aber wir sind auch eine demokratische Gesellschaft. Wir können wählen, in der Schweiz auch abstimmen. Das heißt, wir können Aufträge geben der Politik, das zu machen. Als nächstes gibt es Europa, zu dem wir leider nicht dazugehören, aber wir haben immerhin über die Datenschutzgrundverordnung gesprochen, die ein Punkt ist. Als nächstes gibt es internationale Politik, wo Handelspolitik beispielsweise ausgehandelt wird, wo es beispielsweise darum gehen müsste, diese Rohstoffgeschichten zu lösen. Ich meine, wir sind letztlich die, die die Politik legitimieren. Mhm. Und wir müssen einfach quasi das über alle Stufen so weit bringen, dass es getan wird. Und ich würde sagen, die Zeit spricht eigentlich für uns. Das, was Sie für die früheren Revolutionen und den Manchester-Kapitalismus gesagt haben, das wird in den Entwicklungsländern auch kommen, weil die auf Dauer das auch nicht machen können, weil die auf Dauer auch merken, wir können diese Dinge nicht mehr verkaufen, wir sind nicht mehr legitimiert, so zu produzieren. Es ist rufschädigend und der Ruf hat in dieser Welt, in der so schnell überall kommuniziert wird, ein wahrer Vorteil der Digitalisierung eben auch seinen Tücken. Sie gehen ja ganz hart in Kritik mit den Politikern und Politikerinnen. Also dieses Bild mit, die dekorieren da die Liegestühle auf der Titanic um, das stammt ja von Ihnen und es bezieht sich auf die Politik in Ihrem Buch. Ja gut, es bezieht sich darauf, die letzten beiden Wahlkämpfe in Deutschland. Im letzten Wahlkampf haben wir versucht, eine Obergrenze von 200.000 irgendwo zu legitimieren, obwohl wir wissen, dass das die große Frage der Migration nicht durch eine Zahl zu lösen ist. Und in dem Wahlkampf 4 Jahre vorher haben wir über Ausländermaut diskutiert, also über die Frage, ob Österreicher auf bayerischen Landstraßen Maut zahlen sollen oder nicht. Das scheinen offensichtlich die Hauptprobleme in unserem Land zu sein und nicht, dass wir gerade dabei sind, eine menschheitsergreifende strukturelle Revolution zu erleben. Und deswegen spreche ich vom Umdekorieren der Liegestühle. Das gilt für die Klimafrage. Ja, wir tun so, als könnten wir ökologisch so weiterhausen, wie wir das bisher machen. Wir tun so, als wäre Digitalisierung nur eine Effizienzsteigerung. Die müssen wir noch schnell genug mitmachen und dann wird schon alles gut. Das ist das Umdekorieren der Liegestühle. Das, worüber wir hier am Tisch gesprochen haben, was macht das mit den Menschen? Wie werden unsere zukünftigen sozialen Sicherungssysteme aussehen? Was für eine Art von Gesellschaft wird das sein, wenn die klassische Arbeits- und Leistungsgesellschaft, wie wir sie bisher kannten, nicht mehr den Takt vorgibt? Das sind alles die Dinge, die jetzt in die Wahlprogramme gegossen werden müssen. Und ich weiß ja, es passiert ja. Hinter den Kulissen fangen die Parteien plötzlich an, die Ohren spitz zu machen. Und jeder, der da als Schallverstärker fungiert, jeder, der diese Forderung an die Politiker, die er wählen möchte, stellt und sagt, was ist deine Antwort darauf, der trägt zu einem Bewusstseinswandel bei und das ist das Wir. Ich würde das einfach nicht so radikal sehen. Natürlich ist quasi noch nicht alles gelöst, was wir vor uns stellen. Aber Klimapolitik, es gibt zahlreiche Anstrengungen. Es gibt ein Pariser Klimaabkommen, das wurde von jemandem gekündigt. Ja, okay, andere halten sich dran. Und es wird sogar im Inland, in den USA, wird quasi dagegen Widerstand gemacht, dass es gekündigt wurde. Wir sprechen in den Sozialversicherungen über Anpassungen. Es geht um flexible Arbeitsverhältnisse, es geht um Jahresarbeit und so weiter und so fort. Wir können einfach nicht, also das kann man wollen, ich würde es nicht wollen, eine Revolution veranstalten, weil damit einfach zu viel kaputt geht von dem, was sich bewährt hat. Und da bin ich nun echt wirklich die, die lieber Schritt für Schritt Anpassung macht, das ist, über die Dinge, die wir abschätzen können. Das ist eine Geisterdiskussion. Eine Revolution steht ja nicht auf der Tagesordnung. Nein, aber es wird so getan, als ob sie quasi jetzt bevorstehen müsste, weil gar nichts geht. Nein. Ich möchte, kann man nicht so stehen lassen. Ich finde es schon gut, sozusagen von den gegebenen Verhältnissen her zu diskutieren und gucken, welche Entwicklungen spielen sich da ab, welche möchte man befördern, welche möchte man eher blockieren. Ich glaube, das ist so eine Perspektive, die man da anlegen kann. Aber wir haben zum Beispiel im Bereich der Klimapolitik eine völlige Widerlegung dieser Schritt-für-Schritt-Geschichte. Weil es passiert auf der symbolischen Ebene unfassbar viel, tolle Pariser Abkommen und dergleichen. Wir haben aber jedes Jahr steigende Emissionen und steigende Einlagerungen von CO2 in der Atmosphäre. Kollege Mojib Latif hat es gerade im Sommer in ein paar Interviews gesagt. Er hat die Wahrheit ausgesprochen, es gibt
keine Klimaschutzpolitik. Die Empirie sagt das einfach, weil ständig die Emissionen steigen. Also ist das, was da läuft, offensichtlich nicht dazu angetan, unser Problem zu lösen. Also muss man anfangen, anders darüber zu reden, das auch radikaler zu betrachten, das Klimawandelsproblem. Aber jetzt sind wir wieder beim, wir müssen miteinander reden. Genau. Was würde das denn heißen? Fliegen verbieten, Preise erhöhen? Ja, warum nicht? Dann müssen wir wirklich, radikal werden. Nein, aber mit man muss es doch erstmal anerkennen. Man muss es doch erstmal, es gibt doch, also bei Freud heißt es, den Wahn erkennt nur der, der ihn nicht teilt. Okay? Und wir sind alle... Deshalb das Smartphone, deshalb der Verzicht auf das Smartphone. Ja, zum Beispiel. Also, dass man auf irgendetwas verzichten könnte, was schon mal in die Welt gekommen ist, ist ja schon ein völlig undenkbarer Gedanke. Also ich finde, ich würde wahnsinnig gerne politisch darüber diskutieren, warum es in zivilisierten Ländern nicht möglich ist, Autos zu verbieten, die 600 PS haben, 2,5 Tonnen wiegen und durch Innenstädte flügen, als sei auf der ganzen Welt nur Kabul, ja, wo man irgendwie kämpfen muss. So. Digitalisierung durchdringt nicht nur alle Lebensbereiche, sie animiert auch dazu, alles miteinander eben verwoben zu sehen, wie Sie es ja auch zu Recht gesagt haben. Aber wir sind am Ende unseres Stammtisches. Wir müssen hier einen Punkt setzen. Zukunft ist nicht nur Verheißung, sondern in erster Linie ein Gestaltungsauftrag. Ich glaube, das haben wir an diesem Stammtisch heute ganz klar gesehen. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Diskutieren, Herr Precht, Frau Centinetta, Herr Welzer. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, nächste Woche spricht Yves Bossart anlässlich der Balthus-Ausstellung im Bayerischen Museum in Basel über die neue Zensurdebatte, und zwar mit Hanno Rauterberg, einem Kunstkritiker. Er diskutiert mit ihm, ob man anstößige Bilder abhängen soll oder Gedichte übermalen. Und auch jetzt gleich geht es um Kunst, und zwar um eine Performance-Künstlerin, die Sie möglicherweise nicht kennen, nämlich um Jeanette Haufler. Sie ist 87 Jahre alt und ein Film blickt gemeinsam mit ihr auf ihr bewegtes Leben zurück. Bleiben Sie also dran. Danke fürs Interesse und eine gute Woche.